Ich habe hungrige Kinder. Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Division. So, nächste Mission steht auf dem Programm. Irgendeine Mission mit den Geldscheinen. Wir müssen Geldscheine holen. Das ist nicht ganz so easy, glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Aber ich glaube schon, dass es ein bisschen einfacher wird. Aber mal schauen. Ja, Waffe überholt. So, ich habe mir... Bleiben wir einfach freundlich. Ich habe mir... Oh mein Gott, okay, was passiert? Was ist los? Nein, was denn? Warum bin wieder ganz mies gerade unterwegs. Denkt ihr, ihr seid eine Herausforderung für mich? Wer wagt sich da in meine Gegend? Das geht ja gar nicht. Mit dem Phantom weggelaufen. Ich muss ihn erledigen. Easy going. Boah, hier ist ja wieder, hier ist richtig Zeit. Nice. Wollte ich auch noch sagen, richtig nice. Hat hier oben noch was gedroppt, sag mal? Kurz mal oben schauen. Eher nicht, okay. Kann ich hier noch irgendwie rein? Auch nicht, okay. Bewegen wir uns jetzt mal dahin, wo wir hin wollen. Ah, warte, ich habe ja noch was. Ich wollte noch irgendwas machen. Stimmt, ich wollte noch irgendwas machen. So, geschützt, ready. Um das Geschütz in Position abzusetzen, drücken Sie RB. Alles klar. Die Fresse hauen. Das ist quasi mehr oder weniger eine Level 8 Mission, ne? Schade. Mal schauen, wie geil wir da durchkommen. Lincoln Tunnel Checkpoints. Also, wie weit muss ich denn? Leute, wie weit muss ich denn laufen?
Er hat gesagt. Was führen Sie im Schilde? Keine Ahnung. Hey, Arschloch! Ist aber auch aktuell nicht mein Problem. Alter, ich will irgendwann mal ankommen, wo ich hin muss, Alter. Leck mich halt am Arsch. Sie müssten nah dran sein, Agent. Aufgepasst, Agent. Ich habe etwas Wichtiges für Sie. Betrete eine sichere Bereich. Gute Arbeit, Agent. Okay, alles klar. Ihr habt schon in der Genlotterie gewonnen und könnt euch das grüne Gift nicht einfangen, wie die anderen 95% der Menschheit. Agent, schön Sie kennenzulernen. Sie freuen sich garantiert ebenso. Sie haben mich sicher schon im Fernsehen gesehen, in meiner legendären Rolle als Special Agent, in einem allseits beliebten täglichen Seriendrama. Ich kann also bestens verstehen, was Sie gerade durchmachen. Ich werde Sie in Kürze mit neuen Infos versorgen. Auf der Suche nach was Bestimmtem? Ist folgendes. Das grüne Gift. Wo kommt es her? Von irgendeiner beknackten Yuppie-Helikopter-Mutti, die ihren Kids keine Masernspritze geben will? Ist doch so. Ich hasse diese Schwachköpfe. Hier sind Waffenhändler. Aber das sind keine Masern. Und so funktioniert die Welt auch nicht. Und es ist auch nicht Ebola. Das will ich ja. So, jetzt mal von vorne. Warte mal. Wobei ich die Mission nicht eigentlich starten wollte. Okay. Scheiße, ich glaube, da draußen ist jemand. Du meinst zur Hilfe? Das kleine Wiesel hat sich ein paar Kaufhäuser zur Verbreitung seiner Überraschung ausgesucht. Und Abels kennt jeder. Das könnte sogar Amherst's Ground Zero sein. Wir brauchen einen nicht mutierten Stamm des ursprünglichen Virus für einen Vergleich mit den Mutationen bei unseren Patienten. Und den finden wir nur auf den originalen Dollarscheinen mit dem Originalvirus. Was bedeutet, Sie müssen rüber zu Abels und so viele kontaminierte Geldscheine wie möglich herbringen? Ja, wie bin ich denn da gelandet? Ja, ist Müll, ja. Agent, unser Netzwerk hat akute Kommunikationsschwierigkeiten, die Sie sich ansehen sollten. Eine solche Szene haben wir noch nie gedreht, also werde ich keine große Hilfe sein. Ende der Durchsage. What the fuck is going on? Wie zu uns zum Dach finden. Bin da nicht hoch oder was? Okay. Ich weiß Gott, wie ich da hochkommen soll. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Zugang zum Dach finden. Wie soll ich denn da hochkommen? Jetzt krieg ich auch nicht runtergeschossen. Ja, ich hab keine Ahnung. Geht hier irgendwas? Versuchen wir das hier dann zu lösen. Mal gucken, ob ich irgendwas hinbekomme. Okay, nehmen wir mit. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich da hochkommen soll.
Und seit gestern gibt es 3 neue Leichen. Sind schon eingepackt und dekontaminiert. Okay. Wir schicken bald jemanden vorbei. Gut. Ehrlich, ich verstehe nicht, wie ihr damit klarkommt. Ich fange jedenfalls an. Augenblick. Da ist irgendwas los. Sir, Sie dürfen nicht hier sein. Wir sind ein offizielles Sarah-Gesundheitszentrum. Sie müssen... Zurück, dann passiert keinem was. Wir wollen nur an die Vorräte. Es muss niemand... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich mir auch gerade, oh mein Gott, Alter, wo muss ich überhaupt jetzt hin? Ja, ich hab bis jetzt noch keine Ahnung, wie ich auf dieses Dach komme, aber ich bin schon mal auf jeden Fall hier drin. Weiß nicht, ob mir das irgendwie weiterhelfen wird am Ende des Tages. Okay, wenn ich gerade so wüsste, was ich abgehen müsste, ne? Okay. Ich stehe gerade extremst auf dem Schlauch, muss ich zugeben. Ich muss jetzt wohin? Mal hier hoch. Nehmen, was ich kriegen kann. Und das bringt mir jetzt genau was? Aber warte mal, ich muss, ich weiß jetzt wie, ich weiß wie. Glauben die echt, die kommen mit dem Kreis zurück? Okay, ich weiß doch nicht wie. Okay. Wenn ich da nicht hochkomme, wie sind die denn hochgekommen? Ich muss irgendwie irgendwo hin. Antennensystem errichten. Wo denn? Ich bin gerade voll auf dem Schlauch. JTF macht alles verkehrt. Boah, Alter, ich hab halt überhaupt keinen Plan, was ich machen soll. Alter, wo zur Hölle muss ich hin? Glauben die echt, die kommen mit dem Scheiß durch? Aber muss ich hier überhaupt hoch? Ey, ich hab überhaupt keinen Plan gerade, ehrlich, ich bin gerade komplett verwirrt. Ah, hier muss ich hin. Oh mein Gott. Ich muss mich bei niemandem entschuldigen. Wo muss ich hin? Ich schalte ihn aus. What the fuck? Scheiße, die haben ihn! Was jetzt? Oh mein Gott, oh mein Gott, mein Gott. Ja, super geil, Alter. Ich muss erstmal hier verstehen, was ich überhaupt hier machen muss. Oh fuck, 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 fuck. Und was muss ich jetzt machen? Wo muss ich hin? 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 Agent!
Gute Arbeit, wie immer. Aber falls Sie darüber nachgedacht haben, gebe ich Ihnen einen Rat. Behalten Sie Ihren derzeitigen Job. Sie sind offensichtlich ein hervorragender Agent. Und es gibt unglaublich viele arbeitslose Schauspieler. Die Division braucht Sie dringender als irgendein Fernsehsender. Puh, haben wir doch irgendwie hinbekommen. Kommen wir irgendwie hier runter? So, hier runter. So, jetzt machen wir uns auf den Weg zum Brooklyn Warenhaus. Also jetzt mal ein ganz fixer Nebeneinsatz. So, hier war doch irgendwie ein Seil oder so, ne? Genau. So, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von The Division. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss.